Es regnet in Athen, doch ökonomisch zeigen sich kleine Sonnenstrahlen, wenn auch noch zaghaft. Die griechische Wirtschaft ist in den Sommermonaten um 0,7% gewachsen und damit mehr als in jedem anderen Land des Euroraumes. Ein Hoffnungsschimmer nach 6 Jahren Rezession. Aufschwung in Griechenland? Von wegen, meint dieser Mann. Wir merken davon nichts. Nur weil die das sagen, muss es nicht heißen, dass es auch stimmt. Ich hoffe, das ist der Fall, aber ich sehe davon nichts. Auch hier nimmt man die Zahlen eher beiläufig zur Kenntnis. In einer Suppenküche bekommen Bedürftige eine warme Mahlzeit. Von Statistiken lassen sich die Griechen längst nicht mehr beeindrucken. Die Zahlen könnten falsch sein, wie schon in der Vergangenheit. Sie spiegeln nicht die Wirklichkeit. Die Realität besteht nicht aus Zahlen. Das sieht man an einem Ort wie diesem hier. Deutschland, die größte Volkswirtschaft des Euroraumes, verbuchte minimales Wachstum. Das Bruttoinlandsprodukt stieg zwischen Juli und September um 0,1% und lag damit knapp unter dem Durchschnitt in der Währungsunion von 0,2%. Die Zahlen sind gute Nachrichten, aber es gibt keinen Grund zur Selbstgefälligkeit. Um die Erholung zu stärken, sind weitere politische Maßnahmen nötig. Sorgenkinder sind vor allem Italien und Zypern, die beide in der Rezession stecken und Negativwerte hinnehmen mussten. Der Euroraum hat strukturelle Probleme und die Lokomotive Deutschland kommt nicht mehr richtig von der Stelle. EZB-Chef Draghi wird einen schwächeren Euro und eine höhere Inflation wollen. Wie in Japan besteht die Gefahr eines verlorenen Jahrzehnts. Die Europäische Zentralbank visiert eine Teuerungsrate von knapp unter 2% an. Davon ist man noch weit entfernt. Nach Angaben des Europäischen Statistikamtes lag die jährliche Inflationsrate im Euroraum im Oktober bei 0,4%. Vor einem Jahr waren es noch 0,7%.